Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 4. So, wir haben ja hier uns hier hingestellt letzte Folge. Eigentlich wollte ich dieses Schild, was da in der Ecke steht, holen. Aber naja, wieso gehe ich jetzt hier hin? Weiß ich nicht. Wir wollen ein, ja, ein Scheunenfund suchen in dieser Folge. Ups, Entschuldigung. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Was sich aber nach einer, ja, langen Suche herausstellen kann. Gucken mal, ob wir was finden. Wir fahren erstmal hier so den Weg entlang. Wie gesagt, wenn wir nichts finden, nichts sehen, dann holen wir die Drohne wieder raus. Damit wir das halt ein bisschen schneller vielleicht finden. Der wird bestimmt hier im Wald stehen. Das wird sich sogar richtig anbieten. Aber ich weiß es nicht. So, wir fahren mal hier lang. Au, au! Was denn da? Junge, Junge, Junge. Und wir haben ihn auch noch höher gelegt. Von daher. Herzlichen Glückwunsch. Wir fahren mal hier ein bisschen durch den Busch. Ah, siehst du? Da haben wir es doch schon. Hui. Und was haben wir da drinne? Du hast ihn gefunden? Ist da Verdammt, was? ich hatte hier gerade meinen Spaß. Bin gleich da. Soll was Interessantes sein? Oh, ein Rennwagen. Ein Ford GT. Ist das ein GT? Yep, das ist ein GT. Ein Crashtest-Auto, so wie der aussieht. Siehst du die Markierungen an der Seite? Und irgendein Dummkopf hat ihn hier stehen gelassen. Jetzt gehört er uns. Wow, der wird auf jeden Fall Wir im sehen uns Sommer dann später rausgeholt. im Fuhrpark. Ford GT40. Okay, der wird auf jeden Fall im Sommer rausgeholt. Was haben wir denn so Schönes? Nee, das haben wir schon, hatten wir schon. Was hatten wir denn auch nicht? Das da. 3 Minuten, okay. Aber das, was sind denn immer diese? Okay, jetzt haben wir noch ein Wheelspin. Okay. Bei nächster Gelegenheit wenden. Dann kommen wir hier auch irgendwo wieder raus. Wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Ui. Oh, hier geht's raus. Wow. Ui, blüht mein kleiner Mustang. Mustang. Kleines Pferdchen hier. Wow, Achtung hier. Ich hatte einen Huhn auf der Motorhaube. Ah, Junge, was denn los hier? Rechts abbiegen. Wir machen, glaube ich, mal ein Bild. Ich glaube, das passt sogar. Sehr gut, oder? Machen wir das von hier?
So. Das habe ich bei dem anderen vergessen. Bei dem anderen. Bei dem anderen Video. ARC. Ich weiß nicht. Ich mach mal 30. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich habe vergessen zu gucken. Ist ja auch egal. So, einmal rum hier. So. In 400 Metern links abbiegen. Bisschen beeilen hier. Diese Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer wie die anderen. Zu bremsen ist hier halt so ein bisschen, naja, bei dem hier. Oh, naja. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, machen wir. Rechts abbiegen. Machen wir rechts abbiegen. So. Du. Aber er lässt sich schon besser bewegen, würde ich sagen. In 400 Metern links abbiegen. Das ist so mein Gefühl hier. Hab Links ich mich jetzt abbiegen. erschreckt? Ich kann doch da nicht einfach rauskommen, ey. Hat er mich denn gefragt? So. Du hast dein Ziel Ah, jetzt erreicht. habe ich da schon wieder drauf gedrückt. Gibt's ja gar nicht. So. 7 Minuten. Okay, und 7 Minuten noch, so ungefähr. Weil dann gibt's Essen. Naja, wie gesagt, es ist immer noch so, wenn ihr sagt, das Design ist schön, das. Teil mal oder stell das mal zur Verfügung den anderen, dann, ne, würde ich das auch machen. Das eine würde ich wahrscheinlich mal machen, um einfach, ja, bisschen was zu machen, auch Bilder oder so. Da will ich immer wieder ganz gerne. Weil das. Damit ihr eure Meinung auch ganz gerne zu haben, vielleicht mache ich mal eins. Ich glaube, eins habe ich sogar schon hochgeladen gehabt. Also, dass das andere auch sehen. Aber Design ist ja viel interessanter wie Bilder, würde ich sagen. Und von daher. Das BMW-Design will ich mal hochladen. Und noch eins. Hallo, nicht schieben bitte, danke. So, wir sind Vierter. Wir können noch in die Top 3 kommen. Wenn ich gut fahre. Oh. Spirit, Spirit, Spirit. Nicht zu wild hier. Sonst kriegst du weniger Hafer. Okay, ein bisschen weit runter geschaltet. Ah, es wird doch hier. Das klappt doch. Ist bloß ein bisschen anstrengend. Bisschen anlehnen. Anlehnen ist in Ordnung.
Okay, ich hätte es gewinnen können, aber ich hätte ja noch einen Gang hochschalten können, aber ich habe mich nicht ganz getraut. Wenn man so sieht, so schlecht sieht das Design auch gar nicht aus, ne, oder? Ich bin schon ein bisschen stolz auf meine Designs. Auch das vor dem Mercedes, das erste, auch wenn das nicht so schön ist, würde ich sagen, schön Ansichtssache, aber ich sag mal so, spektakulär ist. Aber naja. Oh, super, Wheelspan. Was kriegen wir? 10.000 Trainhemd und ein BMW M6 13. Wir haben so viele Autos, Alter. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Oh, Hicks. Ah, wir haben da ein Haus um die Ecke. Ellie muss sich hier nur rum. Hoppala, Junge. Was ist los hier? Hat er sich ein bisschen erschreckt, wollte ich schon sagen. Verschluckt, war. Oh, ich bin zu weit gefahren. Ich hab's gesehen. So, dieses Häuslein könnten wir auch uns holen. Das Auto zu verkaufen. Gucken wir uns mal an, ne? Besichtigung starten. Anscheinend stehen große Veranstaltungen in Edinburgh an. Also dachte ich, du könntest dein Haus in der Vorstadt gebrauchen. Es ist nicht ganz billig, aber hey, das ist die schönste Stadt Großbritanniens. Laut Alex sogar die schönste der Welt. Okay, ich. Kaufen? Nicht kaufen. Ich weiß nicht, das ist fast eine Million. Bald kommt der Sommer und im Sommer möchte ich ganz gerne mal ganz andere Autos fahren, die wir sonst noch nie so gefahren sind. Auch in Forza Horizon 3 nicht. Und die kosten ein bisschen mehr. Ich kaufe das mal nicht. Wir haben es ja uns jetzt mal angeguckt. Und ja, wird das jetzt als neu deklariert? Nee. Okay. Nur damit wir schon mal gesehen haben. Autos 9. Ich weiß nicht, was das heißt hier. Ach so, okay. Was ist das jetzt hier? Punktzahl für Drift. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Dein Auto erhält durch Kombo-Fähigkeiten eine 10% Fähigkeitswertung. Okay. Was ist das? Ja, driften, driften kann der Wagen, ja. Dann machen wir das mal. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt. Einen Punkt können wir nicht mehr verteilen. 13 Minuten haben wir noch. Oder haben wir schon? Ein Rennen hier in der Nähe haben wir jetzt keins mehr. Wir könnten so eins fahren oder so. Das möchte ich aber gar nicht. Wir könnten das hier fahren. Möchte ich auch gar nicht jetzt. Ich denke mal, wir fahren mal zu unserer Autovermietung. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Fahren wir da mal hin. Gucken wir uns mal an, was da so los ist. Und ja. Also so zum Driften kannst du die nicht animieren. So ist er schon sehr stabil. Okay. Aber schnell ist der, meine Güte. Wieso zieht er denn nicht? Oh. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, wir müssen mal wenden hier. Und mal endlich an der Seite anhalten.
19.000 Punkte, okay. Und starten wir. Solo, ja, Solo. Nächstes Kapitel, Kapitel auswählen. Nächstes Kapitel. Gucken wir mal, was für einen Wagen wir jetzt so kriegen. Du, 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 du. Deine letzte Fahrt war unglaublich. Mein Handy hat ununterbrochen geklingelt. Die nächste wird noch Königsweg. Besser. Nur eine Sache. Hast du eine Sonnenbrille dabei? Egal. Nicht so wichtig. Okay. Königsegg 1-1. Ein PS für jedes Kilo Gewicht. Nur die Schweden können sich sowas Einfaches und doch so Wahnsinniges einfallen lassen. Okay, Königsegg 1. Fahr nach Bembrough Castle. Es gibt da eine schöne Gerade, wo du richtig aufs Gas treten kannst. Ja. Wir machen mal ein Bild. Wir machen mal ein Bild. Einfach um eins mal zu haben hier. War sogar richtig. Wow. Was ich eben eingegeben habe. RC 31. Jetzt kann man erst mal sehen, wie gut wir überhaupt oder wie gut ich überhaupt fahren kann. Ich kann eigentlich nämlich gar nicht gut fahren. Wieso ist diese Musik immer an, ey? Jetzt haben wir wertvolle Zeit verloren. Junge, Junge, im dritten Gang durchdrehende Reifen, Alter. Wieso schalten? Der hat so viel. Wow. Eine schöne Gerade. Wo kommt denn die Gerade? Also hier ist keine Gerade. Schnell und stramm durch diese Zone, okay? Zeig ihnen, wie das Ding bei hoher Geschwindigkeit auf der Straße klebt. Das klebt gar nicht auf der Straße, das rutscht wie Sau. Das ist ein Monster, ist das, ey. Du bist jetzt das erste Megacar der Welt gefahren. Wie fühlst du dich? Meld dich bald wieder. Ich glaube, ich bekomme mein Ferrari rein. Durchgeknallt, ey. Durchgeknallt, ey. Nein, eine will mich zermatscht. Du hast es geschafft. Das ist aber auch. Das war ja mehr Arbeit als Ausflug. 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 Wow. Stufe 2. Gewöhnlich. Okay. Ja, ja. Gesamt 6 Millionen hatten wir oder haben wir gehabt. So, 19 Minuten. Ich hatte ja gesagt. Diese Folge wird kürzer. Das wird sie auch. Und ja, wo stellen wir uns denn mal hin? So und. Wir können uns auch mal hier hinstellen, ne? Ich denke, wir stellen uns mal hier so hin. Dann zücken wir mal hier unsere Drohne. Oder fangen wir mal hier, fliegen wir mal hier unten hin.
Guck mal, zwei Pferde. Ein Mustang und ein schönes englisches Warmblut. Und damit beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.